Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Eben gerade sind die Server wieder angegangen, das heißt, ich kann jetzt endlich das Shop-Video machen. Dauert ja immer etwas länger, wenn die Server offline sind, weil ich es nicht schaffe, das Shop-Video davor zu machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mit dem Update tatsächlich kostenlose Items bekommen, und zwar zum Maya-Skin. Also hier einmal in vier verschiedenen Varianten das Backpack dazu und dann noch in vier verschiedenen Varianten hier die Spitzhacke. Gestern hatten wir ja schon den Gleiter dazu bekommen und jetzt immer noch mal den Rest. Ist auf jeden Fall ganz nice. Wenn ihr natürlich keine weiteren Videos hier mehr auf dem Kanal verpassen wollt, wie zum Beispiel auch nachher das Video, wo ich alle Neuerungen vom Update zeige, lasst natürlich gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Itemshop an und dort haben wir heute wieder den Totenschützen-Skin. War ja gar nicht so oft tatsächlich bisher im Shop, ich glaube erst das dritte Mal oder so. Hier haben wir einmal die Standardvariante und dann noch die Variante ohne Kopfbedeckung. Dazu gibt es dann noch die Spektralsense als Spitzhacke und dann die Welle des Todes als Lackierung. Als nächstes haben wir dann noch den Beefboss-Skin, dazu dann die Bretlingsklatscher-Spitzhacke und die fliegende Untertasse als Gleiter. Dann haben wir noch dazu oder als nächsten Skin den Gesandte-Skin. Dazu dann die Schockschläger Spitzhacken, sehen auf jeden Fall sehr, sehr nice aus und dann noch den Geheimkanal Backpack. By the way, die Spitzhacken sind auch neu, also sie sind jetzt erst wahrscheinlich seit dem letzten Update reingekommen, also heute eben halt nicht. Die waren auch schon vor dem Update drin, aber wahrscheinlich seit dem Update 12.6, was ja letzte Woche kam, waren die wahrscheinlich neu drin. Auf jeden Fall haben wir dann als nächstes noch den Birdie Skin, dann noch die Spritzer Spektrum Lackierung. Ist nur eine animierte Lackierung, das heißt nicht keine reaktive Lackierung, ist aber trotzdem in Ordnung. Dann haben wir noch den Zahnseidenwirbel-Emote. Dann den Golfschläger als Spitzhacke, sehr, sehr beliebte Spitzhacke tatsächlich. Dann noch den Callisto-Skin, war glaube ich bisher nur sehr, sehr selten im Shop. Dann haben wir auf jeden Fall als letztes noch den Abfall-Emote. Und das war's dann auch schon mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.